Okay. Ach so, dann ist das wahrscheinlich so. Ja gut, ich wende mich mal wieder ein bisschen nach links. Dann müssen wir wahrscheinlich hier noch übers Festland laufen. Okay. Also einen Schlenker nach links, ein bisschen Steuerbord, Backbord. Backbord ist links, Steuerbord ist rechts. Kann man sich merken, weil bei Steuer ein R drin ist, genauso wie bei rechts. Also natürlich, wenn man in Fahrtrichtung guckt, natürlich. So, dann Steuerbord und Backbord ist dann eben entsprechend links. Da, wo kein R drin ist, weder im Wort links noch im Wort Backbord. Also in Board ist natürlich schon ein R drin, ja, habe ich jetzt vergessen. Aber im vorderen Wortteil nicht. So, wie sieht's aus hier? Aha. Ja, ich würde sagen, dann ist es Zeit, dass wir hier an Land gehen. Und dann müssen wir eben über Land laufen. Ja, diese vorgelagerte Insel dann noch ein bisschen umfahren. Denn da ist es ja noch nicht, wo wir hinwollen. So. Raus hier. Das Boot will ich mitnehmen. Jawohl. Ging sogar am Stück mit. So, und dann heißt es mal wieder laufen. Querfeldein durch die Wüste, immer nach Osten. Da sollten wir dann mal wieder in nicht allzu großer Entfernung. Oh, das war nicht tief hier. In nicht allzu großer Entfernung auf ein Meer treffen. Das ist aber schickes Gelände hier. Guck mal, da ist schon Wasser. Ja gut, das ist nur so ein Fluss. Oh, das sieht aber auch ganz schön aus hier. Da ist sogar noch Wasser hier drunter. Oh, das sieht cool aus hier. Soll ich jetzt... Nö, da will ich nicht durch. Aha, da haben wir schon... Da haben wir schon wieder mehr Wasser. Also Meer mit M-E-H und getrennt. Das könnte aber auch mehr Wasser sein. Ja, apropos... nicht wollte ich sagen apropos, sondern wie dem auch sei. Ich will mich mal ins Bett legen. Was, ich kann nur nachts... Ja, ist doch fast Nacht. So, fast, okay. Der Mond geht schon auf und das hier sieht wirklich nach Meer aus, ja. So, aber das werden wir morgen sehen. Da komme ich ja in dieser Aufnahme doch nicht mehr dazu, das neue Projekt anzufangen. Aber im Grunde haben wir ja schon angefangen mit der ganzen Vorbereitung. Ich muss ja auch erstmal hinkommen. Ah ja, guck mal da. Da ist Meer. Ja, dann runter da, ab ins Wasser und Gas geben. So. Ja, ist egal welches Boot. So, rein da und in See stecken. Und ich will mich jetzt auch hier ein bisschen in dieser Richtung halten, immer noch weiter nach Osten. So, mal hier rum. So, ich muss auch das Boot drehen, nicht nur mich selbst. Ich kann ja mich selbst drehen, hier mit der Maus kann ich hin und her gucken. Ah, ich kann aber nicht ganz umgucken, okay. Macht eigentlich keinen Sinn, beim Ruderboot in Fahrtrichtung zu gucken. Das kann man natürlich auch machen, so kommt man auch vorwärts. Effektiver bzw. effizienter ist es, wenn man rückwärts fährt. So, ah, ja, genau. Ja, wir sind hier schon richtig. Also immer weiter. Da gibt es ja auch die nette Geschichte, die Ruderbootfahrer und die Kajakfahrer treffen sich und dann sagen die Kajakfahrer, wir haben es besser als ihr, wir können sagen, schau mal, da vorne ist eine Kneipe und ihr könnt nur sagen, ach schau mal, da hinten, da war eine Kneipe. Naja, gut. Man muss ja nicht in die Kneipe gehen. Haben wir denn da schon die ersten Inseln? Es ist auf jeden Fall Land. Ah ja, das sind Inseln, aber die sind... Nee, die sind ja noch viel zu groß. Und ich glaube... Das sind nur so vorgelagerte Inseln vom Festland. Ich glaube, ich bin hier auf dem falschen Meer. Kann das denn sein? Das müsste eigentlich doch da oben sein, hier. Ja, doch, eigentlich schon. Naja, gut, wir fahren mal ein bisschen weiter. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Wir umfahren einfach mal das Land hier so ein wenig. Und erkunden mal was, decken was auf. Ja, da geht es weiter. Sollte sich dieses Land hier noch weiter hinziehen, dann müssen wir doch eben mal an Land gehen und übers Land laufen. Bis wir dann zu dem anderen Meer kommen. So, mal hier in diese Richtung. Was sagt die Karte? Oh ja, mhm. Alter, guck mal, da ist wieder so ein Tempel. Ja, ja, da will ich vorbei. Aber das ist gut so, hier so, ja, genau. Ich glaube, wir sind hier ganz gut. Also, wir sind dann letztendlich doch einen Umweg gefahren, aber das macht ja nichts. Haben wir was erkundet? Haben wir was gesehen? Oh ja, nette Gegend hier. Ich bin irgendwann mal hier lang gelaufen. Also diese Gegend hier, das habe ich schon alles mal erkundet. Meine ich. Also, ja, ich habe auf jeden Fall schon mal viel erkundet, denn ich hatte ja... Oh, Moment mal. Nee, gar nicht wahr. Entwarnung ist nur ein Tintenfisch. Ich hatte ja ganz früh in den ersten 1000 Folgen, habe ich ja zu jeder vollen 100er Folge, habe ich so... Oder zu fast jeder, glaube ich, so eine ausgedehnte Erkundungstour gemacht. Und da ging natürlich eine auch mal hier eben in diese Richtung. Und deswegen müsste das eigentlich schon alles aufgedeckt sein, so in Sachen Karte. Aber zu der Zeit hatte ich die Karte ja noch gar nicht. Diese Minikarte oder diese große Übersichtskarte hier, auf die ich auch mal wieder schauen... Oh, auf die ich auch mal wieder schauen kann. Ja, ich glaube, hier sind wir schon eher richtig. Ich will mich mal ein bisschen nach rechts halten jetzt hier. Da hinten ist ja wieder geschlossene Landfläche. Und jetzt sollten wir dann doch in dieses Meer, beziehungsweise in den Teil des Meeres kommen, wo ich eigentlich hin will. Das ist nämlich ein größeres Stück Meer, wo eben viele kleine Inseln drin sind. Also ganz so viele auch wieder nicht, aber so doch so ein paar. Und die sind wirklich nur klein. So Eilande eben. Und deswegen, also und da will ich hin, da will ich das machen. Hm. Okay. Ja. Gut, ich schwenke mal wieder um auf Norden. Das scheint hier wieder Festland zu sein. Mhm. Beziehungsweise immer noch. Ist ja hier alles zusammenhängend. Ja, aber wir kommen jetzt schon in die Bereiche. Dann sollten wir in dieser Aufnahme, beziehungsweise jetzt in dieser letzten Folge, in der vierten Folge von der aktuellen Aufnahme, sollten wir dann zumindest immerhin mal ankommen. Da springt der Kabel ja auf fast ins Boot. Ja. Ich habe aber gerade keine Verwendung dafür. Da ist wieder so ein Tempel. Hm. Ja, doch, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal nach Osten. So, Moment, ich muss ja das Boot auch drehen. Aber Moment mal. Ja, ja, ja. Nicht zu dem Tempel hin. Den will ich meiden. Wo ist denn der nochmal? Ach so, ja, okay, da. Der ist weit weg. Also, ich kann mich wieder ganz nach Osten ausrichten. Hier, so. Ja, und jetzt sollten wir, jetzt fahren wir wieder ins offene Meer und dann, aha, da. Da sollten die ersten Inseln sein. Ich glaube, das müsste schon eine sein. Da vorne scheint sich noch eine aufzubauen hier. Sogar mit Grün drauf. Ja, da will ich gerne hin. Naja, gut, ein Baum. Und ein Stück Gras. Oder zwei oder drei. Ja. Wie gesagt, na, so Eilande eben. So, das wäre schon mal die erste Insel, die gar nicht mal so klein ist eigentlich. Ja, doch. Hier, guck mal, da. Und da. Es wäre allerdings auch gar nicht mal so schlecht, wenn wir erstmal das ganze Meer hier ein bisschen erkunden würden. Ja, ja, doch, genau, das machen wir. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit für diese Folge und überziehen will ich ja auch wieder. Ja, wir fahren einfach mal ein bisschen weiter. Wir müssen ja nicht jetzt gleich bei der ersten Insel da stehen bleiben, sondern noch mal ein bisschen weiterfahren übers Meer, dass wir zumindest ein bisschen was sehen und dann so zumindest so eine grobe Vorstellung davon haben, was, wie groß das Meer ist, wie viele Inseln da sind. Und dann suchen wir uns die erste aus und fangen da an zu bauen.
So, da haben wir auf jeden Fall schon mal die nächste wieder und da diese kleine da. Wie sieht es auf der großen Karte aus? Mhm. Ich würde gerne jetzt mal nach Osten wieder abdrehen. So, und einfach mal ein Stück nach Osten fahren. Da müsste jetzt eigentlich irgendwann mal demnächst, recht bald, wieder eine Insel auftauchen. Ist das da so ein Tempel da unten? Ja, das sieht so aus. Ja, ja, doch, das ist einer. Sind ziemlich viele da. Ja, lass mich bloß in Ruhe da. Aber nach Insel sieht es jetzt hier nicht aus. Okay. Was sagt die Karte dazu? Ah, ich muss mich vielleicht wieder ein bisschen nach Norden halten. Da ist jedenfalls eine Insel. Hier, da, da, genau. Ja, dann eben mal in diese Richtung. Der Hai will mich nicht durchlassen. Nee, das war ein Hai und kein Delfin. Das ist ja, das sieht ja nach großer Insel aus. Oh ja, tatsächlich. Echt? Waren die Inseln so groß? Also ich sehe das schon, wir müssen da doch noch erstmal ein bisschen mehr erkunden. Ja, dann machen wir das eben. Wir erkunden einfach nochmal ein bisschen. Wenn da immer wieder mal so Inseln sind, kann ich mich da ja hinsetzen und da übernachten. Und dann pilgern wir ein bisschen weiter, bis wir das ganze Gebiet mal so ein bisschen erforscht haben. Dann dauert es eben noch ein bisschen, bis wir mit dem Projekt tatsächlich dann anfangen können. Also bis wir das erste Mal bauen, aber das macht ja nichts. Da vorne ist die nächste Insel. Also so wie ich das in Erinnerung hatte, waren da viele, also naja, viele, also einige eben kleinere Inseln. Und die sind mir ein bisschen zu groß. Also ich weiß nicht, bin ich wirklich in der richtigen Gegend? Also ich meine, so ganz verkehrt bin ich hier nicht. Da bin ich mir sicher. Aber so ganz richtig irgendwie auch nicht. So groß waren die Inseln doch nicht. Hm, oder doch? Hm, ich fahre mal ein bisschen geradeaus weiter und dann noch einen Schlenker nach rechts, das heißt nach Osten. Und, also rechts heißt es ja dann sowieso nicht, wenn dann Steuerbord. Und dann steuern wir mal die nächste Insel an. Hey Qualle, du schwebst in der Luft. Jetzt hat sie sich anders überlegt. Schnell eingetaucht. So, ja, und bei der nächsten Insel werden wir einfach mal stehen bleiben. Ich glaube, da vorne tut sich schon eine auf hier. Insel? Ich will nicht nur einen Block im Sand, einen Sandblock im Meer. Ja, sieht aber so aus, als wäre es tatsächlich nicht mehr. Echt jetzt? Nö, komm, das ist mir zu klein. Da passt ja gar mal das Bett drauf. Da, da vorne, ja genau, da tut sich doch mehr auf. Ist auch nur ein Sandhaufen, aber ist ja egal. Gut, abends ist es noch nicht. Haben wir noch ein bisschen Zeit bis zum Abend. Was sagt die Karte? Ah, da vorne, da kommt noch mehr. Ja, guck mal da. Aber ich... Ach, irgendwie ist das doch... Oder sollte ich mal von hier aus einfach mal hier so quer wieder runterfahren? Komm, ich schau mal, ob ich um diese Insel hier noch rumkomme. Um diese... Wo ist die denn jetzt? Ja doch, ich muss hier... Da, da ist die Insel. Da mal rum und dann einfach wieder nach... was ist das dann? Süden ist das dann. Also so groß hatte ich diese... Diese Inseln da nicht im Gedächtnis, die sind kleiner. Also ich bin hier doch noch nicht so ganz in der richtigen Gegend, auch wenn es hier eine schöne Gegend ist. Hier da so mit vielen Blumen. Da könnte man sich ja mal so ein Wochenendhäuschen hinstellen. Wenn man einfach mal keine Lust mehr hat auf Baustelle oder so, geht man mal dahin. Schwänzt mal eine Aufnahme oder so. Dann kriegt er mal 4 Tage lang keine Folge. Nee, das wird es nicht sein. Es sei denn, es ist irgendwas Dringendes, aber sonst sehe ich schon zu, dass ich immer was mache. So, was sagt die Karte dann jetzt? Das ist so riesengroß.
Ja, einfach mal nach Süden. So, und ich will jetzt aber auch Schluss machen. Also, ich sage jetzt mal, die nächste Insel, auf die wir stoßen, wenn sie denn groß genug ist für ein Bett, so dass ich auch noch daneben stehen kann, da will ich dann mich hinlegen. Und am nächsten Morgen, beziehungsweise in der nächsten Aufnahme, in der nächsten Folge, geht es dann weiter. Zählt die schon? Nö, die zählt noch nicht. Mal ein bisschen nach Süden. Da springen die Fische schon. Ja, okay. Ist das wieder... Ja, das ist wieder so ein Tempel. Ich sehe das doch gerade. Ja, nein, geh weg. Da, da vorne ist eine Insel. Da will ich hin. Wie, was ist das für ein Symbol da auf der Karte? Hat mich der vergiftet? Also auf der Minikarte meine ich jetzt. Moment, guck mal ins Inventar. Oh ja, eine Abbaulähmung habe ich. Abbaulähmung 3 sogar. Ja gut, das ist mir jetzt erstmal egal. So. Hier. Auf zur Insel. Raus war das... Nee, hier so. Oh, es ist dunkel geworden heute. So, ich mach mal ein bisschen... Hallo, Licht hier. So. Ja, ich höre doch da Geräusche, ne? Weil der Tempel nicht weit weg ist. Naja, gut, oh, da hinten. Okay, so. Da will ich jetzt mal mein Bett hinstellen. Dahin, so. Ja, gut, Bett kann ich auf jeden Fall schon hinstellen. So. Wollen wir uns gleich noch umsehen? Ach nö, machen wir morgen. Genau, ich lege mich jetzt einfach hin und dann morgen mit dem Aufstehen fängt dann die nächste Folge an. So, damit verabschiede ich mich schon mal von euch. Gute Nacht, schlaf gut und wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge bei Minecraft. Bis dann und tschüss.